Ja, Veto. Ja, das ist aber schön. Mein Anzug ist vorhin sowieso als sehr gehässig beschrieben worden. Ist überhaupt kein Problem, junge Frau. Machen Sie sich keine Sorgen. In dieser Form verabschiede ich mich in netter Form. Freue mich sehr, der musste ohnehin in die Reinigung. Ihnen ein schönes Krombacher. Danke, danke fürs Dasein. Ja? So, das dürfen Sie einmal besichtigen. Das erleben Sie nur beim Doppelpass im deutschen Sportfernsehen. Wenn Sie noch mehr erleben wollen, dann können Sie heute um 19 Uhr die Bundesliga sehen. Aber ich bin ganz sicher, da steht ein Moderator vor Ihnen, der ein bisschen trockener ist. Danke, tschüss. Eine schöne Szene. Achten Sie jetzt gleich mal in der Wiederholung auf Hans Meyer, ganz links. Ein kleines Beispiel für Schadenfreude. Etwa ein Jahr später passiert es dann wieder. Derselbe Moderator, das gleiche Bier. Das heißt mit anderen Worten, wir nähern uns dem Ende. Och, das hatten wir doch schon mal. Wissen Sie das? Ja. Waren Sie das oder war ich das? Waren wir beide zu 50%? 50% von wegen. Hier in der Zeitlupe sieht man eindeutig, von Toras Schulter geht hoch, klarer Fall von unnatürlicher Körperbewegung. Und glasklare Alleinschuld des Moderators. Ein erfahrener Frauenversteher nutzt die Situation natürlich sofort aus. Illegaler Körperkontakt mit dem Personal. Möglicherweise sogar ein vorsätzliches Bierverschütten des Moderators. Das ist aber dieses Mal harmlos gewesen. Es war nur der Ärmel. Ich hatte schon mal etwas weitere Netzungen. Udo, darf ich dir EA Sports überreichen? Euch natürlich auch. Herzlichen Dank. Udo, tut mir eingefallen. Gibst du den Bert von Marwijk weiter? Horst, auch eins für Sie, eins für mich. Und ich werde im Verlauf des weiteren Nachmittags mit Sicherheit wieder trocken. Ein herzliches Dankeschön. So kommt dieser Anzug auch mal an die Reinigung. Und diesmal bezahlt es sogar das DSF. Ja, ja, der Herr Moderator lässt sich hier das feuchte Ärmelchen frottieren, während ein Gast immer noch unbeachtet in seiner Bierpfütze sitzt. Typisch. Prima, schönen Nachmittag. Bist du auch nass? Oh, du bist der arme Kerl.